Startaufstellung zum Historic Marathon beim Oldtimer Grand Prix 2011 auf dem Nürburgring. 500 Kilometer Nordschleife liegen vor den Teilnehmern. Bei wechselhaftem Wetter gehen 107 historische Rennwagen in drei Gruppen an den Start. Auf der Pole der Jaguar E-Lightweight von Markus von Oeynhausen und Frank Stippler. Dr. Armin Zumtobel und Walter Röhr treten auf einem 65er Porsche 911 an. Du machst sie mir nicht einfach mit dem 56. Fraglich die Reifenwahl. Zumtobel hat sich für die haltbareren, aber im Regen schlechteren Dunlop Racing entschieden. Walter, komm mal! Gabi von Oppenheim teilt sich das Cockpit mit Claudia Hürtgen, einer der schnellsten Frauen im deutschen Motorsport. 14.15 Uhr. Start zur Aufwärmrunde des Historic Marathon. Unter den ersten sechs, zwei Jaguar, drei Ford Muscle Cars und ein Porsche 904-6 aus Großbritannien. Walter Röhr mit leichter Ladehemmung. Dahinter Furiani und Hane auf Alpha GTA, Claudia Hürtgen auf Porsche und schließlich der Ford Galaxy, gefahren von Stig Blomqvist, Rallye-Weltmeister von 1984. Schon in der Aufwärmrunde fängt es an zu regnen. Ende der ersten Runde im Streckenabschnitt Tiergarten. Der Ford Fairlane von Barney und Fred liegt in Führung, gefolgt vom auf Platz 6 gestarteten Ford T5 von Kölker und Keen. Nach einem Dreher in der ersten Kurve ist der Jaguar auf Rang 3 zurückgefallen. Mit der 104 der Mustang Shelby, den Jochen Nierpasch bereits vor 45 Jahren eingesetzt hat. Eine Chevrolet Corvette des Cremer Racing Teams. Walter Röhr hat nach anfänglich hartem Kampf und mehrfachem Führungswechsel bereits einen kleinen Abstand zwischen sich und Claudia Hürtgen legen können. Die Hohenrhein-Schikane unmittelbar vor Start und Ziel. Runde 4. Am Pflanzgarten ist die Strecke komplett trocken. Während wieder leichter Regen einsetzt, geht dem Gilbert GT des Schweizers Felix Haas die Puste aus. Die Spitze ist sich einig. Es ist sehr viel glatter, als es aussieht. Walter Röhr in allerbester Rallye-Manier. Uhr, Halbzeit des Historic Marathon und strahlender Sonnenschein am Brünnchen. Aber schon ziehen wieder dunkle Wolken auf. Erneut beginnt es zu regnen. Der Regen nimmt zu und wird schließlich sintflutartig. Sturzbäche fließen über die Strecke. Jetzt geht es nur noch darum, die größten Pfützen zu umschiffen und auf der Strecke zu bleiben. Tim Meinrinken auf dem Weg zum Gesamtsieg der Nürburgring Trophy. Oh.
Über dem Streckenabschnitt Breitscheid drohen dunkle Wolken, aber es ist trocken. Das Feld ist ausgedünnt. Sowohl die Youngtimer als auch die Teilnehmer der Nürburgring Trophy sind nach 5 bzw. 16 Runden im Ziel. Wohl niemand, der dieses Rennen ohne Big Moment überstanden hat. Und glücklich, wer es ohne Einschlag schaffte. Nicht alle teilen dieses Glück. Siegerehrung. Auf dem 10. Gesamt- und bester Tourenwagen Alexander Furiani und Bernd Hane auf Alfa Romeo. Davor Gabi von Oppenheim und Claudia Hürtgen. Der Gesamtsieg geht an Markus von Önhausen und Frank Stippler. Und zu Ehren der Sieger noch einmal ein großer Applaus und Dankeschön für die Teilnahme. Walter Röhrl und Armin Zumtobel werden Klassensieger und Gesamtvierte. Und Röhrl hadert nach dem Rennen mit dem Schicksal der falschen Reifenwahl. Ich habe mich nicht mehr.